So, liebe Gäste, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe des HBB Sportstudio. Heute zu Gast unser sportlicher Leiter, der Trainer des HBB, Markus Gogic. Zeit der Ungewissheit vor der Saison, lange Planungsunsicherheit. In Kürze mussten wir einen Kader zusammenstellen. Viele wurden, oder der HBB wurde von vielen belächelt. Es hieß, ach, Zweitliganiveau, was ihr da hingestellt habt. Und der HBB war schon abgestiegen, bevor die Saison eigentlich losging. Furiose Start, Siege gegen Kiel, gegen Hamburg. Wir stehen momentan auf Platz 11 mit 11:11 Punkten. Zufrieden mit dem ersten Drittel der Saison? Ja, mit der Punktausbeute natürlich schon. Ich denke, wenn wir im Vorfeld gesagt hätten, dass wir 11 Punkte nach 11 Spielen haben, dann hätten wir gerne eingewilligt. Damit kann man, denke ich, auch absolut zufrieden sein, ohne sich irgendwie zurückzulehnen. Nicht zufrieden bin ich mit dem, was wir entwickeln konnten. Und weil wir doch immer wieder in diesen Phasen, in denen wir keine vielen Spiele haben, Vorbereitungsphasen, die wir nutzen könnten, eben extreme Verletzungsprobleme hatten und eigentlich nie das weiterentwickeln konnten, was wir als Basis geschaffen haben. Wir haben eine Basis, die ist ganz gut. Diese Basis hat uns 11 Punkte gebracht, aber leider konnten wir nichts Neues bisher entwickeln. Und so ist jetzt auch diese Phase, die wir jetzt aufgrund des Spielplanes hatten, sehr eingeschränkt abgelaufen. Und das ist natürlich schade. Und ich hoffe aber, dass wir nicht irgendwann die Zeche dafür zahlen müssen. Thema Neuzugänge vor der Saison oder in die Saison gegangen mit vielen Neuen im Team. Viele Unbekannte, viele haben gesagt, naja, was der HBB hier zusammenkauft, kann nichts, ist nicht bekannt. Wir wurden auf vielen Positionen eines Besseren belehrt. Wie siehst du es als Trainer nach dieser Zeit jetzt? Eingewöhnungsphase kann man jetzt nicht mehr sagen, wir sind mitten in der Saison. Ist es so eingetroffen, wie du es erwartet hast von den einzelnen Spielern oder erwartest du hier und da noch mehr von dem Einzelnen? Ja, es ist so eingetroffen, wie ich es erhofft hatte. Wir haben eine Mannschaft zusammengestellt, die gierig ist und die diese erste Bundesliga eben als was Besonderes ansieht, weil wir eben dieses Gefühl des Abstieges in Anführungszeichen hatten. Und ich denke, dieses Gefühl, alles dagegen zu tun, damit das nicht nochmal vorkommt, das trägt uns und das hilft uns in vielen Momenten. Und genau so haben wir eigentlich den Kader auch zusammengestellt, dass wir Leute geholt haben, die entweder jung sind und am Anfang ihrer Karriere sind oder eben Spieler, die Bundesliga als ein neues Terrain ansehen und sich präsentieren wollen. Und genau das ist passiert. Ich denke, jeder hat noch Möglichkeiten nach vorne. Das ist so. Junge Spieler haben immer noch Möglichkeiten, sich zu verbessern. Spieler, die schon eine Weile dabei sind, die haben immer die Möglichkeit, sich auf neue Systeme einzulassen, auf neue Ideen einzulassen und an ihren Stärken weiter zu arbeiten. Deshalb glaube ich nicht, dass wir am Ende unserer Entwicklung sind, vor allem, weil wir eben in diesem taktischen Bereich noch nicht flexibel genug sind, was eben aufgrund der Personalsituation so eingetreten ist. Und deshalb glaube ich, wir haben noch Möglichkeiten. Ganz klar, aber das haben andere Mannschaften auch und das macht es sicherlich nicht leichter. Du hast es gerade angesprochen, Personalsituation. Wir haben seit längerer Zeit, will ich jetzt nicht sagen, aber schon immer mal wieder diese Seuche der Linkshänder. Ne? Vor der Saison war klar, wir müssen da nachlegen. Wir haben nachgelegt, wir haben einige geholt. Jan Polidor hat sich mehr oder weniger gleich eine Operation unterziehen müssen, war noch nicht im HBW-Trikot. Lima hat den Verein gleich wieder verlassen. Die wir hatten, waren gleich jetzt verletzt zuletzt wieder. Wir mussten nachlegen mit Alex Vasilakis. Jetzt fällt Tubic aus, jetzt fällt Wilke aus. Wie arg macht dir das Bauchweh? Momentan und auch in die Zukunft. Der Verein ist sicherlich auf der Suche. Wir werden noch was tun. Außen oder halb, wird sich weiß in den nächsten Tagen. Wie gehst du mit der Situation um? Ja, das ist natürlich nicht leicht. Das, ich weiß gar nicht, das letzte Spiel... Da war keiner der vier Linkshänder, die wir zu Saisonbeginn eigentlich auf dem Plan hatten, war mehr dabei. Dennis Wilke ist heute Morgen jetzt operiert worden, ganz frisch. Ich habe jetzt noch keine Zwischenstände, wie schlimm seine Verletzung ist, weil da eben auch noch ein paar Situationen ungeklärt sind. Tuba hat einfach unfassbares Pech mit dem Kreuzbandriss, fällt er das ganze Jahr voll aus. Und Jan ist wieder dabei, langsam. Das wird noch ein paar Wochen dauern, aber von ihm darf man sicherlich nicht zu viel auf einmal erwarten. Und das ist schon eine, ja,
keine gute Situation, weil wir Ruhe brauchen. Wir brauchen Ruhe, Kontinuität und diese Kontinuität ist eben nicht gegeben. Und trotzdem dürfen wir nicht in Selbstmitleid oder in Schockstarre verfallen, weil das bringt uns auch nicht weiter. Das gehört eben dazu. Ich frage mich natürlich oft, welchen Teller ich nicht aufgegessen habe, dass am nächsten Tag dann schon der Nächste wieder anruft und irgendwas hat. Das fragt man sich schon, aber man muss einfach ja weiterarbeiten. Es hilft nichts. Dann muss eben jeder noch mehr Last für den anderen mittragen. Und das haben wir bisher jetzt ganz gut gemacht. Und ich denke, dass jetzt diese Hochphase der Verletzungen hoffentlich vorbei ist, dass Bömi und Jan langsam zurückkommen. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Bekannt an den Verletzungen ist ja nicht nur, dass die Linkshänder ausfallen, sondern dass sie auch auf der gleichen Position ausfallen. Tubic und auch Wilke haben beide auf der Halbposition gedeckt. Das heißt, da klafft momentan ein Loch. Gibt es Vorgaben von dir an den Verein, Wünsche, Äußerungen, dann sagt, wir brauchen hier dringend jemanden, weil wir stehen jetzt im November vor, will nicht sagen richtungsweisen, aber wichtigen Spielen. Ja, klar. Ja, also die Spiele sind extrem wichtig. Jedes Spiel ist wichtig. Wir haben zwar bis jetzt noch ein kleines Polster, aber wir brauchen sicherlich noch ein paar Punkte, weil dieses Rennen bis zum Ende knapp werden wird. Ich denke, wichtig wird sein, dass wir die Qualität bekommen, die uns auch in den ersten Spielen ausgezeichnet hat, nämlich wenig Tore zu bekommen. Und wir haben gegen Kiel, gegen Hamburg, gegen Minden haben wir immer den Schnitt um die 25 gehalten. Und das muss auf jeden Fall gewährleistet sein. Und Dennis und Tuba haben eben auf der Halbposition wahnsinnig gute Arbeit geleistet. Und das ist unsere Grundlage. Das ist das wichtigste Element unseres Spiels. Und da müssen wir eben auch schauen, wenn wir da nochmal was bekommen, dass der Spieler dann auch decken kann, dass er diese Abwehrposition für die beiden dann übernehmen kann. Das ist wichtig. Das ist extrem wichtig, weil wir dann eben auch mal einen Gegenstoß laufen können. Wir müssen nicht immer hin und her wechseln oder müssen uns in der ersten Halbzeit, wenn wir den langen Wechselweg haben, müssen wir uns nicht lange überlegen, wie wir das machen, sondern dann spielt der Außenspieler halt einfach auf der Halbposition und Alex kann sich mal auf Außen ausruhen und kann aber trotzdem in den Gegenstoß mitgehen. Das sind so Dinge, die wir unbedingt beachten sollten. Aber ich denke auch, dass wir nicht auf Teufel komm raus jetzt alles nehmen müssen, nur weil es mit der linken Hand wirft, weil wir eben auch gute Leute im eigenen Stall haben. Wir haben Jan Polidor kommt irgendwann zurück. Also der ist jetzt keine Monate mehr verletzt. Er wird da sein und wird uns helfen können. Und wir haben Yannick Hausmann noch, der in allen Spielen, in denen er bei uns gespielt hat, seinen Job gut gemacht hat. Und warum nicht auf diese Leute auch vertrauen? Allerdings ist es eben so, dass wir auf der Rechtsaußenposition sicherlich jetzt gerade ein Loch haben, dass wir schon stopfen sollten. Verletzungen allgemein. Wir hatten vor der Saison zusammen gesprochen. Wir haben athletisch Basics gesetzt, viel trainiert, um eben auch diese Verletzungen denen vorzubeugen. Jetzt sind sie eingetroffen, teilweise auch schwer. Ist es ein Resultat der zu hohen Belastung der letzten Wochen oder einfach nur Pech? Das ist, wenn ich das wüsste, wäre ich schon einen Schritt weiter. Wir haben uns natürlich müssen wir auch jede Verletzung irgendwie hinterfragen. Warum ist die aufgetreten? In welcher Art ist die aufgetreten? Und das haben wir getan. Wir sitzen zusammen und überlegen, was wir besser machen können in allen Bereichen. Spieler selber, Trainingssteuerung, Betreuung um die Mannschaft drumherum. Da gibt es immer noch Möglichkeiten, was anders oder besser zu machen, ganz klar. Allerdings ist bei Fabian Böhm zum Beispiel, wenn er halt den Ball aufs Tor wirft und mit dem Finger hängen bleibt, das ist eben Pech. Ja, das ist eben Pech. Und wenn wir wüssten, woran es liegt, dann könnten wir es leicht abstellen. Aber ich denke, diese Verletzungsproblematik hat sich ja auch im letzten Jahr schon gezeigt. Also das ist ja nichts, was jetzt Balingen wie aus heiterem Himmel trifft, aber so eine richtige Ursache habe ich auch leider noch nicht gefunden. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir das hinkriegen. Ich denke, wir arbeiten professionell, die Spieler arbeiten zu den normalen Einheiten noch extra. Diese erste Phase mit diesen 6 Spielen in 16 Tagen, die hat natürlich Kraft gekostet, das ist klar. Das hat man danach auch gemerkt, also das Berlin-Spiel. Die zweite Halbzeit, da war einfach der Akku derartig leer, dass gar nichts mehr ging. Und dann danach
sind eben die Spieler dann auch weggebrochen. Ja, dann kamen Wehwehchen auf, dann kamen Krankheitssituationen, traten auf und Überbelastungssymptome. Wir müssen aufwendig spielen, weil wir so sind, wie wir sind. Und das machen wir auch gern. Ja, wir fighten natürlich auch und investieren viel und die Belastung ist hoch und vielleicht resultiert es dann einfach aus einer Mischung, ja, aus diesem ganzen Problem. Nun geht's nächste Woche in Kurztrainingslager ins Bergische Land, 2 Spiele BHC in Gummersbach, bevor wir dann 2 Heimspiele haben. Wie gehst du die Spiele jetzt an? Du hattest in den letzten Wochen die Vorbereitung auf diese Spiele nicht wirklich eine Mannschaft zur Verfügung. Martin Strobel war bei der WM oder bei der Nationalmannschaft. Felix König hat sich noch geschont für seine Knieverletzungen, Wilke, Duba und so weiter. Hat es teilweise nicht die Möglichkeiten. Welche Vorgabe gibt es nun auf diese Spiele? Gehst du da hin und sagst, okay, lassen wir uns überraschen oder hast du schon ein genaues Ziel? Na klar, das Ziel ist immer, Spiele zu gewinnen. Jedes Spiel wollen wir gewinnen. Das hat uns ja auch schon Punkte gebracht. Und von dem Ziel gehen wir nie weg. Das ist in Stein gemeißelt. Wir gehen in jedes Spiel und zerreißen uns. Und wenn wir jetzt eben nächste Woche diese lange Fahrt haben, haben wir mit dem BHC eine Mannschaft, die uns letztes Jahr wirklich den entscheidenden Knockout gegeben hat. Und ich denke, dass wir ab Sonntag schon wieder, oder Martin wird jetzt im Ende der Woche wieder dabei sein, dass wir auf jeden Fall dann uns taktisch auch so vorbereiten, dass wir wissen, wie wir gegen den BHC spielen müssen. Das können wir jetzt eben weniger im Komplexen machen oder haben wir jetzt weniger im Komplexen machen können, aber wir können Teile rausnehmen. Wir können in Kleingruppen Dinge erarbeiten, wir können Spielfeld, Sektoren bearbeiten, wie spielen wir auf Außen, wie spielen wir auf der Halbposition, was kommt auf uns zu, mit was müssen wir rechnen beim BHC und in Gummersbach und so bereiten wir das vor. Also das Ziel ist jetzt schon, seit wir diesen ersten harten Athletikblock eben abgehakt haben, jetzt schon ganz klar auf die BHC, auf das Spiel BHC und dann 5 Tage später oder 4 Tage später Gummersbach ausgerichtet. Und ich denke, wir präparieren uns so, dass wir da eine Siegchance haben. Aber auswärts zu gewinnen in der Bundesliga, das ist schwierig. Aber wir probieren das. Du sprichst es eben an, auswärts schwierig. Man hat ja immer wieder das Gefühl, es war in den letzten Jahren auch immer wieder so, dass wir unterschiedliche Gesichter des HBW erlebt haben. Zu Hause fast unschlagbar oder zumindest muss der Gegner schön wär's strecken und so auswärts eine andere Mannschaft hat das Gefühl. Woran liegt's? Ja, ich glaube nicht, dass das unbedingt so ist. Wenn man die Spiele anschaut in der gesamten Liga, dann ist das ja ein Phänomen, das nicht nur auf Balingen zutrifft. Die ersten 4, 5 Mannschaften, die gewinnen kontinuierlich auch auswärts, weil sie einfach vom Kader her, von der Qualität der Spieler einfach deutlich besser sind als alle anderen. Das ist eben so. Aber der Rest kämpft in Kleinigkeiten und da entscheiden dann am Ende vielleicht so Dinge wie Druck vom Publikum auf den Gegner, auf Schiedsrichter, auf das Pushen der eigenen Mannschaft. Das sind eben diese Kleinigkeiten und deshalb glaube ich, ist es eben so schwierig, auswärts zu gewinnen, weil alles wirklich nur um Nuancen sich handelt und diese eine Nuance ist eben auch das Publikum, die Heimstätte. Wir haben das ja auch erlebt, ja, was da in Balingen unten in der Halle abging, in den Spielen, die wir zu Hause bestritten haben, das war auch fantastisch und so muss das auch sein. Ja, das ist die Rolle der Zuschauer und ich glaube, jeder Zuschauer kennt seine Rolle, seine Aufgabe und weiß um seine Wichtigkeit und nur wenn die Halle brennt und wenn wir da mitarbeiten, dann haben wir auch Chancen, Spiele zu gewinnen. Die Tabellensituation hat sich nun ein bisschen geändert. Die Spiele, alle Mannschaften haben jetzt mehr oder weniger gleich viele Spiele. Wir sind auf Tabellenplatz 11 momentan. Gibt es eine Aussage von dir als Trainer oder dir intern, wo du dir als Ziel gesetzt hast, wo wir am Jahresende stehen sollen, also nicht Saisonende, sondern Jahresende? Diese Punktzahl möchte ich erreicht haben, um eine einigermaßen erholsame, in Anführungszeichen, Rückrunde zu erleben. Es ist in diesem Jahr sehr, sehr schwierig zu sagen. Wir sind super gestartet, waren relativ schnell aufgrund unserer Anzahl von Spielen in Tabellenregionen, wo wir sicherlich jetzt nicht uns sehen bisher. Das war klar.
Und das Problem ist, oder was heißt Problem, man fühlt jetzt so diese Ernüchterung, wobei das, glaube ich, absolut ein falscher Begriff ist. Wir haben 11 Punkte und es war klar, dass wir nicht nach 10 Spielen oder nach 15 Spielen schon 25 Punkte haben. Das ist eben nicht der Fall. Ja? Und wir haben 11 und das ist mehr als meiner Meinung nach, als wir bisher erwartet haben. Und genau diese positive Energie müssen wir einfach mitnehmen, trotz Verletzungen, trotz dem, dass wir jetzt eben 2 Spiele vielleicht verloren haben nacheinander und auch mal deutlicher verloren haben. Das muss man abhaken und es geht wirklich für uns nur darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Und wie viele da am Ende sind, das kann niemand sagen. Wenn man jetzt sieht, wie die Spiele gestern liefen, jetzt gewinnt auf einmal Bietigheim gewinnt in Wetzlar, der HSV macht 6-mal jetzt einen Sieg nacheinander, das sind alles Dinge, ja, das kannst du nicht vorplanen. Aber wir müssen natürlich schauen, gerade zu Hause, dass wir da was holen, dass wir wirklich was holen, dass wir jetzt immer in diesen Paketen, die wir haben, dass wir da also immer punkten. Das ist das Wichtigste. Wenn wir weiter punkten, dann können wir unseren eigenen Weg gehen und sind nicht abhängig von irgendwas. Und das ist das Ziel. Aber wie viel das sein soll, ja, da steckt so viel dahinter, das ist so verzwickt. Möglichst viele, würde ich sagen. Du bist einer der Trainer in der Liga, die noch einen Job haben. Ich sage fast der Fulltime-Job Fulltime-Job nebenher haben. Du bist Lehrer an einer Schule. Wie stellt man sich den Tagesablauf vor eines Lehrers und Bundesliga-Trainers? Geht es morgens los in die Schule? In den Pausen sitzt man da und rechnet nur den HBW wieder und bereitet das Training in der großen Pause vor? Im Training werden Klassenarbeiten korrigiert? Oder wie stellt man sich vor? Nein, das nicht. Also ich habe jetzt, also ich denke, die Kombination ist zum einen positiv, weil man eben nicht nur immer an eine Sache denken muss. Auf der anderen Seite muss man, denke ich, gut organisiert sein. Ich habe eine tolle Unterstützung in der Schule. Ich habe auch dieses Jahr nochmal reduziert. Also es ist jetzt schon lange kein Fulltime-Job mehr. Aber es ist eben so, dass man schon planen muss, wann mache ich was. Und da habe ich einen ganz guten Rhythmus gefunden. Und wenn Schule ist, ist Schule. Und wenn ich korrigieren muss, korrigiere ich. Und auf der anderen Seite kann ich ganz gut switchen. Dann ist halt Handball. In der Zeit, in der Handball ist, wenn ich Videos analysiere, Training vorbereite, Telefonate führe. Also das sind alles so Dinge, die kann ich ganz gut trennen. Und kann auch vom Kopf her das ganz gut steuern bis jetzt. Und ich hoffe, es bleibt so. Ja, ohne Telefon wäre es sicherlich deutlich leichter, weil diese Zeit halt doch wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ja, das ist so. Und wie gesagt, es hat seine positiven Seiten, manchmal auch seine negativen. Aber ich kriege Unterstützung von allen Seiten. Und das macht es dann auch so, dass es mir Spaß macht und dass es funktioniert. Soll so bleiben. Zum Abschluss noch die Frage, Pokal weitergekommen jetzt nach dem Sieg zuletzt, jetzt wieder einen Zweitligisten zugelost bekommen. Schielt man mit einem Auge Richtung Final Four sogar oder sagt man, ja gut, Pokal, alles sind eigene Gesetze, man kann verlieren, man kann rausfliegen, ich will eigentlich nur hier durchkommen, für mich zählt nur die Liga. Ja, Pokal ist immer Fluch und Segen. Ja, Pokal ist Fluch und Segen, weil man eben nie weiß, was rauskommt. Ja, das kann ein mega Hype sein und mit einem Los bist du auf einmal dann, hast du Mods investiert, hast auch Geld kaputt gemacht, hast Energie verbrannt und stehst nachher da und hast 3 oder 4 Spiele mehr im Genick und aber hast nichts. Ja, das ist immer so. Auf der anderen Seite ist eben diese Möglichkeit, vielleicht doch irgendwann mal dieses Glück zu haben, das richtige Los im richtigen Moment zu ziehen. Das hat man natürlich im Hinterkopf. Aber jetzt mit Leipzig Auswärtsspiel. Mein Wunsch war ein Heimspiel, egal gegen wen. Ja, weil wir eben auch dieses Bietigheim-Spiel dann direkt 3 Tage nach dem Pokalspiel vor der Brust haben. Und wenn ich wählen kann, dann nehme ich lieber natürlich die Punkte. Das ist ja klar. Aber jetzt sind wir so weit gekommen. Jetzt spielen wir in Leipzig. Für mich ist Leipzig schon Erstligist, mehr oder weniger. Ja, die spielen eine super Runde, haben eine super funktionierende Mannschaft, eine tolle, junge, kämpferische Mannschaft. Und das wird für uns ein wahnsinnig schwieriges Spiel dort. Und wir werden natürlich alles reinlegen, weil jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt wollen wir auch weiterkommen. Um dann eben vielleicht, wenn wir ein gutes Spiel machen, haben wir eine Chance gegen Leipzig zu gewinnen. Ganz klar. Und dann sind wir wirklich nur noch ein Spiel von diesem Final Four entfernt. Wären wir nur noch ein Spiel vom Final Four entfernt. Und dann hast du vielleicht wirklich mal irgendwann dieses Glück. Jetzt habe ich schon
dreimal war ich im Viertelfinale, zweimal als Spieler und einmal als Trainer. Als Trainer haben wir in Flensburg gespielt, das war natürlich die Katastrophe schlechthin und leider hat es nie ganz gereicht. Aber mit diesem Gedanken spielt eben jeder. Leipzig spielt auch mit diesem Gedanken. Noch eine Runde, dann sind wir noch ein Spiel vor Hamburg und dieses Ziel hat jeder, aber wir wollen natürlich nach Leipzig und wollen alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen. Das ist ja klar, das werden die auch, deshalb wird es ein heißes Ding. Nationalmannschaft, zuletzt wieder erfolgreich gewesen, neuer Trainer, neue Handschrift, wie es so heißt, erfolgreich, hat viele neue Spieler auch integriert. Unser Martin Strobel wurde auch wieder nominiert. Fühlt man sich da als Trainer ein Stück weit bestätigt, wenn ein Spieler aus seinen Reihen wieder aufgenommen wird in den Kreis der Nationalmannschaft? Verdient hat er es, er spielt überall die Saison, ohne Zweifel. Und wie siehst du es? Als Trainer sicher auch Fluch und Segen, hast den Mittelmann nicht im Training, wenn du ihn brauchst, hast das Risiko, er könnte vielleicht verletzt zurückkommen. In der Pause ist er mit der Nationalmannschaft unterwegs. Wie ist dein Gefühl? Ich habe mich über die Nominierung für Martin habe ich mich unheimlich gefreut, weil er sie wirklich einfach verdient hat. Ja, das ist jetzt eine Sache gewesen. Ich glaube, im letzten Jahr war er sehr unglücklich mit seiner eigenen Leistung, mit der Situation, die wir hier hatten. Und er hat dieses Jahr einfach einen ganz anderen Einfluss auf unser Spiel. Er ist der Dreh- und Angelpunkt, der in der Deckung, im Gegenstoß, im Angriff vorne, er ist derjenige, der dieses Ding führt. Und deshalb habe ich mich gefreut, dass er die Einladung bekommen hat. Und ich denke, er hat auch Mordspaß an dieser Sache. Was gibt es Besseres, als Nationalmannschaft zu spielen? Das will jeder erreichen. Und deshalb kann ich mich auch nicht hinstellen und sagen, oh Mann, jetzt muss der schon wieder zur Nationalmannschaft. Natürlich ist dieses Risiko, dass ein Spieler sich verletzt, da. Das ist aber bei uns genauso gegeben. Ja, und wenn er sich bei uns verletzt, dann rege ich mich auf. Und wenn er sich bei der Nationalmannschaft, das ist der Ausgleich. Ja. Also es ist halt so. Ich denke, in der Nationalmannschaft wird auch geachtet auf die Spieler, dass sie durchkommen. Und jetzt im letzten Jahr hatten wir eben mit dem Kai zweimal richtig Pech. Aber trotzdem gönne ich dem Martin das. Und ich hoffe, er macht da seinen Weg weiter in der Nationalmannschaft. Und ich hoffe, wir sehen ihn im Januar dann auch in Katar, auch wenn er mir im Training fehlt. Ich denke, wir alle sind stolz darauf, dass Martin wieder in den Kader der Nationalmannschaft gekommen ist. Brauchen tun wir die Ehre hier jetzt beim HBW zunächst, in den nächsten Wochen natürlich. Nächste Woche geht es dann los mit 4 Spielen hintereinander, die allesamt gegen Gegner sind, die in den Tabellenregionen um den HBW sind. Wollen wir schauen, was die Mannschaft hinbekommt. Wir hoffen natürlich auf viele, viele Punkte und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.